Hi Michael. Hallo Kerstin, grüß dich. Michael, du hast ja heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht, die Eckstreben. Und bevor wir da jetzt einsteigen, würde mich freuen, wenn du einfach mal erzählst, was ist denn gerade bei dir los? Ja, danke, Kerstin auch. Schön, dass ich heute hier sein kann und dass ihr dabei seid. Ja, wir haben wirklich ein spannendes Thema heute mitgebracht, das Thema Eckstreben und Eckstrebenbearbeitung. Aktuell sind wir wirklich an einem großen Thema dran hier beim LTZ. Und zwar versuchen wir gerade einen digitalen Kursmanager aufzubauen. Man hat ja, wenn man so Kurse organisiert, immer so Fragen, wie kann man das am besten organisieren für die Schüler, für die Schülerinnen. Traditionell ist man dann sehr viel mit Zetteln unterwegs und mit Listen. Und das wollen wir jetzt alles abschaffen. Wollen wir nicht mehr, sondern wir steigen jetzt komplett hier digital ein. Das heißt, jeder Schüler wird künftig seine Kurse digital selbst verwalten können. Ist ein riesengroßes Projekt und es hat uns in den letzten Wochen wirklich sehr beschäftigt. Aber die gute Nachricht ist, wir sind jetzt kurz vorm Abschluss und fangen jetzt auch schon an, in den Kursen dieses System zu nutzen. Und das ist etwas, Kerstin, was du jetzt demnächst ja gleich ausprobieren darfst. Du bist am Wochenende bei uns im Kurs bei Duisburg, Herr Minkeln, die haben ihren Block 7. Und da dürft ihr gleich mal dieses System ausprobieren, also mit digital einchecken in die Anwesenheit und so weiter. Aber ich glaube, Block 7 ist eh ein sehr spannender Block aus meiner Erfahrung. Das wird gar nicht das große Thema für die Schüler sein, weil es geht jetzt erst in Richtung Prüfung. Und du kennst den Kurs ja schon lange. Und deswegen auch mal meine Frage an dich. Was ist gerade bei dir so los sozusagen? Wie bereitest du jetzt diesen Block vor? Was sind so die Themen, die vielleicht die Schüler und Schülerinnen jetzt bewegt oder bewegen, so kurz vor einer Prüfung, die dann bald ansteht? Ja, das ist total, wirklich ein total spannendes Thema für die Prüflinge, für die Schüler, aber auch für uns Lehrenden. Wie du schon sagst, ne, es ist der siebte Block kurz vor der Prüfung. Jetzt zeigt sich halt wirklich nochmal, wer hat vielleicht noch die ein oder andere kleine Schwäche, wo können wir noch an welcher Stellschraube was drehen. Aufregung ist aber natürlich auch für den neuen Kursmanager. Das heißt, hier dürfen die Schüler ja zum ersten Mal das System testen mit der digitalen Anwesenheitsliste. Das ist für uns Dozenten eine Mega-Erleichterung, aber auch letztlich für die Schüler eine Riesenentlastung, weil sie halt eben keine Listen mehr mitführen müssen und sie gegebenenfalls vielleicht mal verlegen oder so. Ja, und der Block ist für mich immer ein sehr emotionaler und ein sehr eigentlich auch ein sehr anstrengender Block, weil wir hier wirklich versuchen, so viel Pferde quasi zur Verfügung zu stellen, um die größtmögliche Bearbeitungsrate auch letzten Endes zu haben. Wir führen auch Prüfungssimulationen durch. Das heißt, die Schüler dürfen halt eben einmal wirklich zum Thema Perfektion reingehen und zum anderen dürfen sie wirklich mal die Zeit. Wir haben ja unsere Prüfung gesplittet in Ganganalyse und den praktischen Teil. Und da dürfen Sie das erste Mal ein bisschen unter Druck arbeiten. Das heißt, da ist auch wirklich die Stimmung im Grunde genommen wie so ein bisschen bei einer Prüfung. Es ist ganz ruhig, es ist konzentriert. Die Schüler sprechen untereinander dann in dem Moment nicht mehr, sondern konzentrieren sich wirklich auf diese Prüfung. Und das hilft unseren Schülern enorm, weil sie natürlich so schon mal in diese Prüfungssituation reinkommen und dann am Tag der Prüfung damit gar nicht mehr so überfordert sind. Das hat sich absolut bewährt. Im Prinzip ist ja so eine Prüfung auch immer eine gewisse Kundensituation, weil nachher, wenn du unterwegs bist am Pferd und da steht ein Kunde und der hat bestimmte Fragen an dich, vielleicht steht sogar noch ein Absolut. Therapeut oder ein Tierarzt nebendran. Also man ist ja beim Kunden im Prinzip dann allein unterwegs und das simuliert ihr so ein bisschen und ich glaube, das ist bei diesem Block ein ganz wichtiges Instrument, was er da einsetzt. Absolut, definitiv. Das kann ich nur so bestätigen. Naja, und das Thema Eckstreben, das wird natürlich auch an diesem Block wieder ein sehr, sehr spannendes Thema sein, weil wir da verschiedene Ansätze haben und es gibt ja auch ja, verschiedene Philosophien dazu. Und deswegen freut es mich natürlich, dass wir heute mal ein bisschen intensiver drauf schauen. Und daher die Frage, Michael, ja, das große Thema Eckstreben, wie siehst du das? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema am Hof, was so unterschiedlich diskutiert wird. Und man steht ja manchmal so ein bisschen vor einer Situation, dass man sagt, also es gibt hier eine Meinung, da eine Meinung, ich bin ja völlig hilflos jetzt, was soll ich denn überhaupt tun? Absolut. Und
Da war natürlich für uns jetzt erstmal die Frage, gibt es denn überhaupt eine wissenschaftliche Basis zu den Extremen? Also gibt es irgendwas, wo man sagen kann, wenn man in die Wissenschaft guckt, in die Forschung geht, da gibt es eine klare Aussage zu den Extremen? Ja, würde ich jetzt auch vermuten. Würde man vermuten, muss ich sagen, ich habe das auch vermutet. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist doch alles klar und geregelt. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir arbeiten ja mit verschiedenen Hochschulen zusammen. Lass uns doch mal das in einer Forschungsarbeit, in einer kleinen Bachelorarbeit ein bisschen zusammenstellen. Haben wir einen Aushang gemacht an der Uni, wie man so macht. Das war in Nürtingen zusammen mit der Frau Krüger. Und das Schöne war schon mal, relativ schnell hat jemand gesagt, ey, das ist mein Thema, da will ich was zu schreiben, da will ich mal ein bisschen da gucken, was es da überhaupt gibt. Und hat auch viele Ideen gehabt, wie man da eine Praxis gehen kann und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, super, dann legen wir doch mal los. Und wie es dann so ist, die Studenten, Studentinnen, die fangen dann an mit ihrer Bachelorarbeit und meistens hörst du dann erstmal nichts, weil sie müssen sich erstmal sortieren und gucken, wie Ja. macht er das und so weiter. Und dann irgendwann kam so nach 2, 3 Monaten eine verzweifelte E-Mail an mich und an die Frau Okay. Krüger und die klang so ein bisschen frustriert. Und da stand so etwa sinngemäß drin, ich finde nichts. Um es auf den Oh, Punkt zu okay. bringen. Ja, ich finde nichts. Da war ich auch erst überrascht, wie du findest nichts zum Thema Extrem in der Wissenschaft. Sie sagt, ja, ich habe wirklich jetzt alle Datenbanken, die es in der Wissenschaft gibt, durchsucht, nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch im englischsprachigen Raum. Und es gibt so gut wie keine Studien, die das Thema mal breit und umfassend abhandeln. Ah, Wahnsinn. Ja, genau, also das ist sehr erstaunlich gewesen. Und da war die Studentin so, schon so weit, dass sie gesagt hat, ich schmeiß das Thema hin. Okay. Ja, und ja, was machst du da? Da haben wir gesagt, nee, 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 auf gar keinen Fall hinschmeißen, weil du hast ja schon ein Ergebnis. Du bist ja Ja, schon eigentlich absolut. ganz gut unterwegs, gell? Du hast jetzt schon festgestellt, es gibt eigentlich keine großen wissenschaftlichen Daten dazu, keine Grundlage. Ja, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum es so viele unterschiedlichen Ansätze gibt, die aber im Grunde genommen ja alle nicht so wirklich greifbar sind. Genau. Also das war schon mal auch für mich jetzt die Erkenntnis, warum eigentlich wir so kontrovers darüber diskutieren, weil die wissenschaftliche Datenbasis, ich hätte es nie gedacht, zu dem Thema so dünn ist. Und dann war jetzt die Frage bei dieser Arbeit, ja, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Und da haben wir gesagt, okay, wenn die wissenschaftliche Datenbasis so dünn ist, müssen wir die Arbeit jetzt auf das stützen, was es sonst gibt. Das heißt, was sagen verschiedene Bearbeitungstheorien dazu? Was findest du auf Webseiten, in Blogs etc.? Und das war dann für die Studentin wieder ein Aha-Erlebnis zu sagen, okay, ja, dann kann ich wirklich weiter vorangehen. Und alles, was wir im Prinzip oder viel von dem, was wir jetzt dazu gefunden haben, basiert dann wirklich auf das, was man irgendwo im Internet findet. Okay. Und das konnte man ein bisschen mischen mit wissenschaftlichen Daten. Und es gab so ein Aha-Erlebnis für mich auch in dem Zusammenhang, wo ich gedacht habe, wie kann das denn eigentlich sein, dass wir da so wenig wissen? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt ja diesen Hufmechanismus, von dem wir alle reden. Also, ne, Pferd belastet den Huf, der verändert seine Form und so weiter und so fort. Und da haben wir auch mal eine Bachelorarbeit dazu gemacht. Was denkst du, wann hat man diesen Hufmechanismus das erste Mal beschrieben? Das finde ich auch eine spannende Zahl. Wann hat man sich zum ersten Mal, da darf es jetzt völlig daneben liegen, der Schätzung ist gar keine Frage, es ist jetzt kein Allgemeinwissen, was man irgendwie parat haben muss. Aber was schätzt du denn? Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das war irgendwann in den letzten 100 Jahren. Aber ich weiß, mich erinnern zu können, dass die Zahl, ich habe das auch damals gelesen, Ja. dass das eine ganz andere Zahl war. Also das war 1700, ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, 1750. Ja. Das war irgendein Schmied in Frankreich, so ein Hofschmied sozusagen, der hat sich da mal Gedanken gemacht und es das erste Mal beschrieben. So, und jetzt ging es los, auch in der Geschichte, dass man gesagt hat, okay, wir reden jetzt über Hufmechanismus. Und da hätte ich jetzt gedacht, da sind die Extremen gleich dabei. Ist aber Ja, nicht. würde Sinn machen. Würde Sinn machen, genau, ist aber nicht. Denn wenn man dann mal in die Literatur schaut, dann ist es so, dass die Extremen ihre erste Erwähnung, also nicht als Struktur, aber im Sinne
in Verbindung mit dem Hufmechanismus viel, viel später erfahren haben. Also so eine erste Beschreibung war um 1840 und so Wow. 1870 hat man sie in Bezug zum Hufmechanismus gesetzt. Also über 120 Jahre später. Das ist schon eine deutliche Zeitspanne. Das ist krass, gell? Wie kann man 120 Jahre über Hufmechanismus sich Gedanken machen, aber die extrem nicht einbeziehen? Und ich glaube, das zeigt uns, warum wir diese Lücke haben. Ja, absolut. Ja, und dann war die, wenn wir nochmal in der Geschichte so ein bisschen bleiben, in der historischen Entwicklung, dann war, ist natürlich die Frage, okay, wie hat man sich dem Thema jetzt genähert? Und wenn wir das so ein bisschen bis heute weiterziehen, dann kann man wirklich so einen Strang entwickeln. Man hat dann angefangen, okay, extrem, wir machen uns mal Gedanken, wie man die jetzt sieht und bearbeitet. Und da gab es so ein Fenster, ich sag mal von 1870 bis 1910, 1920. Da war so die Grundtendenz, dass man extrem von der Bearbeitung her tendenziell, das ist ja die Frage, die heute immer diskutiert wird, mehr stehen lässt, weil man sagt, die haben eine stabilisierende Funktion, die haben eine lasttragende Funktion, was ja auch von der Struktur des Hufes ganz klar auf der Hand liegt. Hier hinten im Bereich der extremen Trachten, da wird die Hauptlast getragen. Und das hat man sehr stark im Vordergrund gesehen, zu sagen, bitte diese Struktur nicht so stark schwächen, die braucht das Pferd. Jetzt muss man ja sehen, Pferde waren früher oder zu dieser Zeit viel mehr, ich sag mal, intensiv eingesetzt im Sinne, dass sie Lasten ziehen mussten oder Kraft aufwenden mussten. Es waren auch andere Pferderassen, die da ein bisschen mehr im Vordergrund standen. Da passt ja natürlich dazu, dass diese Eckstreben mehr stabilisierend gesehen wurden. Absolut, die Pferde sind ja damals doch ganz anders genutzt worden wie unsere Freizeit- und Sportpferde heute, ne? Wir hatten ja die Kutschpferde, die für den landwirtschaftlichen Betrieb zuständig waren. Und wenn wir uns dann nach 1900 beschäftigen, haben wir natürlich auch die Militärpferde gehabt. Absolut, genau. Und das hat damals sogar in die Hufbeschlagsordnung ein Gang gefunden, dass man gesagt hat, die Eckstreben tendenziell mehr stehen lassen. So, und jetzt, wenn wir in der Zeit weiterreisen Richtung heute, so 1920 bis, ich sag jetzt mal, 1980, 1990, passiert gar nichts mehr. Ganz erstaunlich. Da hat man eine richtige Lücke im wissenschaftlichen Datenbereich. Kann man sich fragen, warum hat man das? Wenn man überlegt, wir haben in Deutschland bis 2006 nach der, ich glaube, sie hieß Reichsbeschlagsordnung noch aus dem Jahr 1936 ausgebildet. Das heißt, da war ja mal geregelt oder so ein bisschen beschrieben, was man mit Eckstreben macht. Und die Zeit des Krieges oder auch danach war noch sehr bestimmt von dem Beschlag des Pferdes. Das heißt, es gab eigentlich gar keinen Grund, sich irgendwie da groß, so interpretiere ich diese Lücke, sich da Gedanken zu machen. Und irgendwann kam das Thema andere Nutzung, Sportpferde viel stärker auf. Es kam auch das Thema rein, hey, wir wollen mal auf Barhuf gehen. So, und dann gehe ich auf Barhuf und jetzt auf einmal muss ich mir überlegen, ja, was mache ich denn jetzt mit den Eckstreben? Ich habe ja jetzt nicht mehr diese Grundlage im Beschlag, die irgendwie geregelt ist, sondern ich muss mir neue Gedanken machen. Und deswegen kann man so sagen, dass eigentlich, naja, um 1990, 2000er Jahre das ganze Thema wieder hervorkam. Und wenn wir heute darüber diskutieren, was es für unterschiedliche Theorien gibt, dann kommen die eigentlich alle irgendwie aus diesem Zeitraum plus minus so in Ja. etwa. Und da ist jetzt eine Sache interessant. Wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Es ist wirklich so. Also wir haben im Rahmen dieser Forschungsarbeit 39 Quellen untersucht. Also nicht irgendwelche Quellen, die nicht bedeutend sind, sondern Quellen auch von Leuten, die Namen haben in dem Bereich der Hufbearbeitung. Ich will das ja da jetzt keinen irgendwie besonders rausnehmen. Jetzt Haben wir nur untersucht? deutschlandweit oder ging Nein. das halt eben, okay, also war Das schon ging. wirklich diese Quellen beziehen sich jetzt nicht hier Genau. auf die deutsche Hufbearbeitung sozusagen, sondern wirklich international. International, England, USA und auch, ich sag mal, Studien oder Aussagen zu einer Extremen aus dem Bereich Tierärzteschaft. Also das ist wirklich eine breite Basis. Wir haben 39 untersucht und wenn man jetzt überlegt, gibt es da einen gemeinsamen Nenner, dann wird es sehr dünn. Also was man ja vielleicht als gemeinsamen Nenner so ein bisschen definieren kann, ist die Funktion, die man der Extremen sieht. Also sie geben
Struktur der Hornkapsel hinterm Bereich. Sie können im Prinzip Last tragen, Gewicht aufnehmen. Sie begrenzen oder lassen vielleicht auch zu einem gewissen Rahmen den Hufmechanismus, die Erweiterung und so weiter und so fort. Also da gibt es so 10 verschiedene Themen, die man denen zuordnet. Da kann man sagen, ja, das sehen eigentlich alle. Aber die Frage dann, wie gehe ich denn jetzt damit um mit diesen verschiedenen Funktionen? Da wird es extrem schwierig. Wir haben uns dann mal die Mühe gemacht, zu überlegen, gibt es denn irgendwie Zahlen zu den Extremen? Man hat ja immer gerne Zahlen. Ne? Man hat ja gerne Zahlen Absolut. und sagt mal, ja, jetzt habe ich eine Zahl, jetzt weiß ich, was ich tue. Aber das wird sehr dünn. Ein paar Zahlen haben wir trotzdem gefunden. Also es gibt Zahlen, aber bitte jetzt nicht, wenn ihr das hört, sagen, so muss es sein. Ich will nur sagen, wenn man mal ein bisschen sucht, gibt es dann doch so gewisse Zahlen, auf die man sich vielleicht mal nicht fokussieren kann, aber auf die man mal so einen Blick werfen kann. Man muss eins vorher noch verstehen, die Extremen gehören eigentlich zum Wandhorn. Sie sind genauso aufgebaut wie die Wandstruktur. Also kleine Unterschiede, aber im Großen kann man das so sagen. Was macht der Huf? Ja, die Wand läuft nach hinten Richtung Trachte und der Eckstreben legt sich die Wand im Prinzip nach innen um und hat da eine stabilisierende Funktion. Sie ist natürlich ein bisschen anders gebaut in der Stärke, wie jetzt eine normale Wand, aber so vom Aufbau kann man sagen, ist es relativ ähnlich. Und wir finden viele Strukturen, die wir auch normal in der Wand haben an dieser Stelle. Wenn man jetzt überlegt, gibt es so gemeinsame Aussagen, dann kann man vielleicht sagen, ja, für viele sollte die Eckstrebe so sein, dass diese Eckstrebe Richtung Strahlspitze läuft und etwa so plus minus, wie gesagt, ist nur plus minus bei 2 Drittel der Strahllänge dann zur Sohle hin ausläuft, in einem flacher werdenden Winkel. Viele wünschen sich auch eine Eckstrebe, die aufrecht steht und die Last tragen kann. Das ist vielleicht auch so eine Allgemeinheit. Und wenn man nach weiteren Zahlen fragt oder schaut, dann gibt es von vielen auch so eine Aussage, dass so eine Eckstrebe vielleicht eine Dicke haben sollte von 2 bis 3 Millimeter und dass sie in der gesunden Struktur, und da sind sich dann doch auch alle einig, in der gesunden Struktur dem Huf Vorteile geben kann. Und dass wir an der Eckstrebe auch alles das sehen, was wir an der Wand sehen. Wir sehen ja an der Wand Hebel, wir sehen Verwerfungen, wir sehen Risse. So, wenn ich mir überlege, Eckstrebe ist eigentlich auch ein Wandbereich. Das kann man auch alles an der Eckstrebe sehen. Das heißt, das sind auch alles Hinweise für eine nicht gesunde Struktur. Es gibt noch 2 Winkelangaben, die ich machen möchte. Aber wie gesagt, bitte jetzt nicht sagen, dass es so sein muss, sondern wenn man mal guckt, gibt es überhaupt was? Dann gibt es zum Beispiel eine Aussage aus dem Jahr 2007. Das war aus dem Online-Artikel. Da ist die Angabe, dass die Eckstreben einen Winkel haben sollen von 45 Grad zum Boden. Ich tue mich ja immer schwer mit so absoluten Aussagen, weil wir haben so viele unterschiedliche Pferde, so viele unterschiedliche Böden. Aber das wäre mal so eine Zahl, wenn man mal eine haben möchte. Eine andere Zahl wäre, dass der Winkel von der Eckstrebe zur Hufwand 60 Grad sein soll. Das ist jetzt aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift von Tierärzten entnommen. Aber auch da, wie gesagt, Fragezeichen. Was ich total spannend finde, du hast gesagt, dass eigentlich der Blick auf die Eckstrebe und die Ausrichtung, dass man da schon eine gemeinsame Basis hat. Ne? Also in diesem Verständnis, was ist das für eine Struktur, wo gehört sie hin, wo kommt sie her und welche Funktion hat sie. Und dann ist aber so spannend, dass es ab dem Moment wieder unterschiedliche Interpretationen gibt. Was mache ich denn damit? Wie bearbeite ich sie denn? Wenn man doch eigentlich die gleiche Basis hat. Also das finde ich einen total spannenden Blick darauf, zu sagen, ja, eigentlich sind wir uns in der großen Masse einig. Große Masse bedeutet natürlich schon den wissenschaftlichen Kontext auch. Und dann aber in der Bearbeitung sind wir so unterschiedlich. Hast du da eine Ist Idee zu? richtig. Kannst du dir das erklären? Wo kommt das her? Ich glaube, dass wir das vergleichen müssen mit der gesamten Thematik Hufbearbeitung. Also es gibt ja ganz viele Ansätze, wie ich jetzt einen Huf bearbeiten kann, verschiedene Ja. Ausbildungsrichtungen. Es gibt Huforthopäden, es gibt Hufpfleger, es gibt NRC, es gibt Hufbalance, F-Balance, was es da alles gibt. Es sind ja alles verschiedene Ansichten, die bei der Hufbearbeitung immer mal einen Aspekt vielleicht ein bisschen mehr betonen, mehr sehen. Und deswegen ist es ja auch bei der Hufbearbeitung manchmal so schwierig, also wenn wir jetzt mal außen an dieser Hornkapsel bleiben, zu einem Nenner zu kommen.
So. Ja, absolut. Ja, und wenn ich das jetzt gedanklich auf die Eckstreben als Wandbestandteil weiterführe, dann ist es nicht verwunderlich, dass ich dort dieselbe Problematik sehe, dass ich auch da nicht auf Nenner kommen kann. Es würde mich sogar wundern, ehrlich gesagt, wenn wir bei den Eckstreben einen einheitlichen Nenner hätten, durch alle Theorien, aber an der Ja. Wand außen haben wir es nicht. Also das wäre fast schon skurril für mich in dem Moment. Ja. Daher ist es, glaube ich, ganz gut erklärbar, warum das so ist. Das ist absolut richtig, Michael. Wir haben ja auch eben in der normalen Hufbearbeitung ganz, ganz viele Wege, die wir gehen können. Das LTZ ist ja einer der Lehrinstitute, die Methoden offen. Das heißt, wir haben ja schon einen sehr breiten Pool. Und das finde ich immer wieder faszinierend zu sagen, welche Einflussfaktoren haben wir denn auch auf die Eckstrebe? Es ist ja gar nicht so, dass wir sagen können, wir haben den gleichen Typ Pferd, wir haben die gleiche Haltung, die gleiche Nutzung, sondern das variiert ja immer. Und das macht es vielleicht auch so schwierig, im Kontext der Eckstrebe zu sagen, wie muss ich sie denn bearbeiten? Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Struktur völlig unterschätzt wird. Völlig. Man muss sich mal überlegen, wo diese Struktur liegt, anatomisch. Man kann ja auch mal in der Biomechanik, in der gesamten Anatomie die Frage stellen, was sind so wichtige Schrauben, Knackpunkte, also so wichtige Elemente in der Fortbewegung, in der Anatomie des Pferdes. Da kennt man viel aus dem Rumpfbereich. Wenn wir jetzt mal auf die Gliedmaße gehen, glaube ich, sind wir uns alle einig. Fäßegelenk ist auch so ein problematischer Absolut. Bereich, ja, weil da die Last im Prinzip umgeleitet wird. So, wenn ich mir das Pferd insgesamt vorstelle und überlege, ich habe oben ein Pferd, das Gewicht geht über Beine nach unten. Was ist denn der erste Bereich, wo die Bewegung, wo das Gewicht, wo alles, was oben passiert, im Huf auflandet? Das sind ja eigentlich die Eckstreben, Trachten-Eckstrebenbereich. Das heißt, wir haben es da mit einer Struktur zu tun, die eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle ist. Klar haben wir den Absolut, ja. Huf vorne dran, weißt du, mit Hebel und so ist ja alles klar, mit Wand und so weiter. Aber an dieser Stelle der Eckstrebe, und ich nehme jetzt die Trachte mit, also Eckstrebe, Trachte, der Bereich, trifft eigentlich die Biomechanik des Hufes auf die Biomechanik der Anatomie. Also Ja, und vor allen Dingen mit enormen Kräften, das darf man ja gar nicht unterschätzen, ne? Also selbst im absolut, Schritt, ja. ne? Aber wenn wir das dann nochmal weiterdenken, was passiert, wenn das Pferd halt eben in der schnelleren Gangart ist, ne? Was da für Kräfte eigentlich drauf wirken. Genau. Und deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass wir über diese wichtige Schnittstelle im Huf, für mich ist es fast eine ganz zentrale Schnittstelle, dass wir da über so wenig wissen und natürlich auch so unterschiedlich diskutieren und uns vielleicht so wenig Gedanken machen. Also es ist in dieser geschichtlichen Entwicklung, wenn wir da mal so ein bisschen weitergehen, dann irgendwann zu erkennen, dass in neueren Zeiten die Tendenz ist, diese Extreme einfach rauszunehmen. So ein Motto, ach, stört irgendwie, die Natur hat einen Fehler gemacht, ich muss sie rausschneiden, hat sie nicht nachgedacht. Nee, 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 die Natur hat da sehr genau drüber nachgedacht, über diese Struktur, und wir können an diesen Strukturen sehr viel ablesen. Es gibt zum Beispiel eine Aussage von einem sehr bekannten Hufschmied, ist, glaube ich, aus dem Jahre 2010, der sagt, dass 90%, das ist wirklich ein Fachmann, der Extremen aus seiner Sicht völlig überarbeitet sind, weil die Leute einfach keine Gedanken dazu haben oder vielleicht auch zu wenig wissen darüber. Und das zieht sich so durch, wenn man so in die letzten Jahre schaut. Und aktuell kommen wir aber seit etwa 2015 an einem Punkt, und das ist wieder das Spannende zum Hufmechanismus, wo man sagt, beim Hufmechanismus ist es ja auch so, es gibt keinen einheitlichen Hufmechanismus, es gibt vier Theorien, wie der Huf funktionieren kann. Mal erweitert er sich, mal rotiert er was, mal wird er enger. Das wird jetzt zu weit führen, denke ich. Aber beim Hufmechanismus weiß man inzwischen, dass der individuell ist für jedes Pferd. Und da gehen wir gerade bei den Eckstreben hin, in der aktuellen Diskussion aus den letzten Jahren zu sagen, das ist ein individuelles System, wir können das gar nicht über einen Kamm scheren. So, wenn etwas individuell ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als individuell an der Struktur zu lesen, damit ich sie verstehen kann. Und dann muss ich aber in meiner Bearbeitung methodenoffen sein. Sonst mache ich ja wieder Absolut. ein Schema F drüber. Das geht nicht. Absolut. Also du hast da so einen ganz tollen Satz gesagt. Ich muss die Struktur lesen können. Das betrifft ja, wie gesagt, die komplette Hufbearbeitung. Und was ich so aus den letzten Jahren auch an Erfahrung sammeln konnte zum Thema der Eckstreben, dass wir immer ganz stark unterscheiden müssen, haben wir denn jetzt einen Huf und die gesamten Strukturen vor uns, die gesund sind,
die quasi wirklich die Last komplett aufnehmen können und entsprechend umlenken können? Oder haben wir tatsächlich Pathologien? Das fängt an von einer zu langen Zehe über eben Strahlfäule bis hin eben zu einem Hufrollenbefund. Und ich glaube, auch da ist mir ganz oft aufgefallen, dass die, ich sage jetzt mal Kollegen vielleicht, die Extremen extrem stark kürzen, ganz, ganz häufig mit Pferden zu tun haben, die einen Hufrollenbefund haben. Und ich meine, das ist natürlich was, das wird jetzt auch hier zu weit gehen, aber es zeigt schon auf jeden Fall, die Art der Bearbeitung ist schon sehr stark geprägt von dem Umfeld, was ich habe. Na, habe ich tendenziell mehr kranke Pferde vielleicht, habe ich mehr Pferde, die auf den Böden oder auf den anderen Böden laufen. Das zeigt ja schon, dass es einen enormen Einfluss auch darauf nimmt. Genau. Ich kann mal, um einfach mal so einen Blick zu geben in die verschiedenen Aussagen, mal mich ein bisschen an diesem Zeitstrahl so entlang hangeln, damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, was da diskutiert wurde. Und da sieht man schon, wie schwierig das Thema ist. Also, wenn wir mal anfangen, 1841, so eine erste grundsätzliche Erwähnung, da hat derjenige dazu gesagt, die sollen nicht zu stark gekürzt werden. In derselben Zeitschiene, 1852, gab es eine Aussage auch, sie soll nicht über das Sohlenniveau herausragen. So, dann gehen wir mal weiter Richtung 1897. Da war eine zentrale Aussage aus der Wissenschaft, kein Beschneiden. Also man sieht schon, was ich gesagt habe, in diesem Bereich war es eher ein bisschen restriktiv. Was mir da natürlich auch zu einfällt, Michael, zu dem Zeitfenster, wenn die Aussagen sind, nicht zu stark kürzen oder gar nicht kürzen, dann muss ich natürlich auch hinterfragen, was haben die denn für Hintergründe gehabt, in dem Fall für Untergründe. Na, wenn wir um 1800 sind, dann haben die Pferde natürlich noch einen ganz anderen Job gehabt und Möglichkeiten, den Huf selber abzunutzen oder eben nicht, wie die Pferde, wie wir heute haben. Und was ist denn nicht stark gekürzt, ne? Wie sah denn die Struktur im ursprünglichen Sinne eigentlich aus? Genau, also man muss den Huf auch immer in die Zeit und damit Ja. das Pferd in seine Nutzung einordnen, um so Dinge zu beurteilen. Das heißt, wenn wir aus heutiger Sicht sagen, ja, wieso kann man denn sagen, dass das alles immer stehen bleiben muss? Das wäre aus heutiger Sicht das interpretiert, was vor 150 Jahren etwa war. Und das passt natürlich dann nicht mehr. Ja. Genau. Ja, und wenn man da mal so weitergeht, wie gesagt, dann gab es diese etwas eher größere Lücke. Dann zu Anfang der 2000er gab es so erste Zahlen, wo man sagt, naja, Autor 2005 stehen lassen, 1,5 mm bis 6 mm Höhe. Dann hat man sich auch angefangen, mehr Gedanken zu machen über die Struktur der Eckstrebe. Da ist zum Beispiel erwähnt, wenn eine Eckstrebe, fand ich auch sehr spannend, gebogen ist, sehr stark gebogen ist, ist ein Hinweis zum Beispiel auf eine dünne Sohle. Dann gab es auch was Interessantes aus dem Jahr 2007, fand ich einen neuen Aspekt, der sagt, naja, Eckstreben sollen Last tragen und wichtig sind Eckstreben auch für die Sensorik, für das Empfinden des Pferdes beim Laufen. Also wenn wir die jetzt richtig rausnehmen, nehmen wir dem Pferd auch diese Struktur, fand ich auch mal einen ganz interessanten Ansatz. Dann gab es natürlich auch heute noch eine Diskussion, ja, die müssen entfernt werden, weil sie Druck aufs Hufinnere ausüben. Gibt aber auch Aussagen, wenn der Huf gesund ist, liegen diese Eckstreben im Bereich der Hufbeinäste, da kann das gar nicht passieren. Also auch da unterschiedliche Aussagen wieder. Oder mal so ein Blick auf die Thematik, ich stelle jetzt ein Pferd um. Ja. Von Beschlag auf Barhuf gibt es Autoren, die sagen, wenn ich es umstelle, erstmal mehr Eckstrebe stehen lassen, weil der Huf jetzt mehr leisten muss. So, und später kann ich sie wieder stärker zurücknehmen. Also auch da muss man immer wieder gucken, man sieht ganz deutlich, man kann es nicht verallgemeinern. Und wenn wir jetzt eigentlich über Qualifikation im Bereich Extrembearbeitung reden, da muss man sagen, es ist wie am Hufe außen. Man muss die Leute qualifizieren, die Eckstrebe zu lesen. Wir haben in der Eckstrebe ganz viele Strukturen, die uns Hinweise geben. Stresslinien zum Ja. Beispiel. Ja, also eine Eckstrebe wächst hoch. Der Wandwinkel ist vielleicht eher flacher. Es kommt Bodengegendruck rein. Eine Eckstrebe legt sich um. Es gibt so eine Linie, die sich durch die Eckstrebe zieht. Es gibt Stresspunkte und ähnliches. Und das sind Dinge, die müssen wir berücksichtigen. Und wir müssen aber immer, und das ist etwas, was mir in der Diskussion immer fehlt, wir müssen nach oben gucken, um die Eckstrebe zu verstehen. Also, wenn man jetzt diskutiert über einen Huf, dann stürzen sich alle auf den Huf. Ich habe ja
gesagt, ist auch wichtig, am Ja, Huf zu absolut. lesen, müssen wir ja machen, absolut. Aber um die Eckstrebe in ihrer Funktion zu verstehen, die sitzt ja an dieser markanten Schnittstelle, muss ich die Biomechanik oben drüber verstehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Michael. Ich würde tatsächlich in diesem Kontext noch einmal die Nutzung des Pferdes, ne? Also welches Training, was habe ich für ein Equipment? Auch das hat einen riesen Einfluss darauf, auch wenn man jetzt vielleicht erstmal sagt, okay, der Sattel, ja, wie soll der im Kontext der Heckstrebe stehen? Ja, wenn man sich halt eben die Biomechanik halt eben mal anschaut, wirklich von unten nach oben und das Fasziengeflecht noch mit dazu nimmt, dann hat das eine enorme Auswirkung darauf, wenn ich zum Beispiel einen unpassenden Sattel habe. Na, das wirkt sich auf jeden Fall aus. Der zweite Punkt, der für mich auch mega entscheidend ist, ist, welchen Untergrund habe ich denn? Ich kann auch hier mit der Eckstrebe oder andersrum gesagt, der Untergrund nimmt einen extremen Einfluss auf die Eckstrebe. Heißt, je nachdem, wie ich sie bearbeite, schaffe ich vielleicht dem Pferd einen sehr guten Laufkomfort oder eben auch genau das Gegenteil und bringe das Pferd in eine Verlegenheit, dass es vielleicht zum Beispiel füllig läuft. Genau, das ist richtig. Also das wird auch immer wieder betont von den verschiedenen Autoren, wie wichtig der Untergrund ist bei der Einschätzung. Ja, und wenn du da mal einen Strich drunter ziehst, Kerstin, dann siehst du eigentlich, es ist ein recht komplexes Thema und es langt einfach nicht nur auf den Hof zu fahren, sondern man muss sich über viele Dinge Gedanken machen, grundsätzlich am Hof, aber auch gerade bei Eckstreben. Also wir müssen uns überlegen, ist das Pferd umgestellt worden? Was für ein Untergrund haben wir, wo wird es hauptsächlich genutzt? Ist oben irgendwie ein Problem? Ja? Kann die Lastauftragung auf die Eckstrebe so funktionieren, wie sie soll? In dem Zusammenhang finde ich es auch immer eine spannende Frage, sich mal zu überlegen. Wir reden alle vom Hufmechanismus. Und wenn man da vielleicht auch mal sagt, was die meisten unterschreiben, die meisten Theorien, ist, dass der Huf bei Belastung sich hinten öffnet. Ja, das sagen eigentlich alle Huf, also Theorien zum Hufmechanismus. Das nehmen wir immer so selbstverständlich, das Wort in den Mund, der Huf öffnet sich. Aber wer öffnet mir denn den Huf? Also mal diesen Gedanken zu überlegen, ja, der öffnet sich, aber wer macht das denn? So, und da kann ich ja überlegen, was habe ich denn überhaupt für Strukturen zur Verfügung, die es tun könnten da unten? Es geht nicht um den Strahl, der Strahl lässt es zu. Das ist ein elastisches Element, das es zulässt. Aber was bleibt mir dann? An der Gliedmaße habe ich sonst noch Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder nehme ich jetzt mal raus. Muskeln habe ich keine, Sehnen sind es nicht, da wäre ich wieder muskulär verbunden. Also wenn ich jedes Mal über Muskelkraft meinen Huf öffnen muss, das wäre als Das wäre ein bisschen anstrengend. anstrengend, da hätte ich Probleme, meinen Energiehaushalt in Balance zu halten. Also bleibt mir ein Knochen und strategisch günstig liegen dort vor allem das Kronbein und damit auch eine Verbindung zum Hufbein. Also damit ist schon mal klar, ich sage jetzt mal Schwerpunkt Kronbein. Öffnet mir den Huf. So, und jetzt gibt es ein Widerlager strukturell im Huf. Das sind zum Beispiel die Eckstreben. Das heißt, Eckstrebenbearbeitung hat etwas damit zu tun, wie stark jetzt Knochen, Kronbein Last aufbringen können auf den Huf. Also kann ich eigentlich über eine Eckstrebenbearbeitung sogar Einfluss nehmen, wie meine Gliedmaße oben im Balance steht. Absolut. Ja, und deswegen brauche ich für dieses Thema einen richtig weiten Blick. Ja, das ist ja tatsächlich grundsätzlich so die Frage, die uns immer gestellt wird als Dozenten, das wirst du auch kennen, in den Kursen gerade so in den ersten Blöcken ist, man hätte gerne so einen Fahrplan, wie man die Struktur bearbeiten kann, wie man sie einschätzen kann und wie man sie bearbeiten kann. Und genau das geht halt nicht. Und dann ist immer wieder dieser Bezug zu den Mustang oder zu den Wildpferdehufen. Und das ist total spannend, weil wir versuchen oft genau diesen Huf zu adaptieren, indem wir ihn optisch sehen und sagen, ja, so sieht doch eigentlich ein gesunder Huf aus. Und da sind die Eckstreben so oder so bearbeitet und versuchen das hier auf unsere Pferde zu adaptieren. Und dann passiert eigentlich oft der Super-GAU. Wir haben es ja nicht geschafft, alles andere zu adaptieren. Das heißt, die Pferde müssen uns als Reiter tragen. Sie müssen uns im Training zur Verfügung stehen. Und wir schaffen Haltungs- und leider auch Fütterungsbedingungen, die für die Pferde überhaupt nicht optimal sind. Das heißt, da darf man sich auch mal die Frage stellen, ja, unter normalen Umständen wäre die Struktur vielleicht so und so. Und das ist die Richtung, in die es gehen darf. Nur wenn ich die anderen Umstände eben nicht anpassen kann, ist vielleicht auch die Eckstrebe mit einer neuen Aufgabe betraut sozusagen. Genau. Ich meine, das Pferd
ist ein Bewegungstier 40 Kilometer am Tag oder vielleicht sogar mehr. Und der Huf ist kein Standorgan, er ist ein Bewegungsorgan. Wir machen ihn leider oft, weil wir einen Nutzungsanspruch haben, eher zum Standorgan. Das ist ja auch verständlich, deswegen haben wir ja auch Pferde. Und deswegen können wir das System nicht immer eins zu eins übertragen, sondern müssen überlegen, was bedeutet unsere Haltung, unsere fehlende Bewegung. Wir haben eigentlich immer eine fehlende Bewegung, auch eine Bewegung auf nicht immer optimalen Böden. Ja, Was leider. bedeutet das für den Huf, für die Anatomie und wie muss ich jetzt das anpassen? Und deswegen ist dieser Vergleich manchmal extrem schwierig. Ja, absolut. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Vielen herzlichen Dank, Michael, dass du uns nochmal den Einblick auch mal in diese wissenschaftliche Betrachtung der Eckstrebenstruktur gegeben hast. Bin doch immer wieder erstaunt, wie ja, wenig Forschung, wie wenig Wissen tatsächlich darüber vorhanden ist. Also man muss immer diesen Satz muss ich vielleicht nochmal sagen, die Unterscheidung treffen, wann ist etwas wissenschaftlich fundiert. Da brauchst du in der Wissenschaft bestimmte Datenmenge, bestimmten Versuchsaufbau etc., um zu sagen, jetzt kann ich wissenschaftliche Aussagen ableiten. Und alles, was halt diesen Ansatz, da gibt es ja auch statistische Beschreibungen, was das nicht erfüllt, ist wissenschaftlich nicht verifizierbar auf gut Ja. Deutsch. Das heißt, alles andere, was ich jetzt vielleicht als Idee, Theorie entwickelt habe, könnte man wissenschaftlich vielleicht nicht immer 100% nachvollziehen. Das Ja. heißt, da sagt es vielleicht jemand, aber gibt es doch genau diese Lehre? Die Frage ist immer, gibt es dazu eine wissenschaftliche Datenbasis, die das auf jedes Pferd übertragen lässt oder nicht. Und diese Unterscheidung muss man treffen. Das war ja das Grundproblem am Anfang dieser Arbeit, wo wir gesagt haben, okay, Absolut. wir müssen jetzt auf andere Quellen gehen. Ja. Ja, Kerstin, dann bedanke ich mich auch bei dir für das Gespräch, für deine Zeit. Ich fand es ein spannendes Thema. Man könnte stundenlang darüber diskutieren. Was könnt ihr vielleicht mitnehmen? Einfach Augen offen halten, nicht nach einem bestimmten Schema denken, versucht an der Eckstrebe zu lesen. Sie zeigt euch eigentlich die Situation, die Geschichte des Hufes in den letzten Wochen und überlegt, was könnt ihr daraus ziehen für die jetzige Situation in der Bearbeitung. Und bleibt dabei einfach offen für alle möglichen Ansätze. Vielen Dank, Michael, dass du uns nochmal Einblick in dieses spannende Thema gegeben hast. Ich hoffe, wir konnten dir deine Zeit ein bisschen verkürzen, vielleicht auf der Autofahrt. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann kannst du ihn gerne teilen und ganz wichtig, abonniere unseren YouTube-Kanal. Damit verpasst du nämlich auch alle zukünftigen Folgen der Hufzeit mit Michael Podcast-Serie nicht. Bis dann.